Und damit willkommen zurück hier zu Let's Play GTA 4. Wir sind mal wieder unterwegs zu unserem neuen alten halbtoten Auftraggeber, den Mr. Gravelli oder Gambetti, wie er auf der Karte komischerweise heißt. Warum auch immer, aber gut, wir schauen mal, was der alte Mann dann jetzt für uns hat. Aber vorher, wir haben eben noch von Peggy eine SMS bekommen. Scheiße, Mann, ich gehe es im Kopf immer wieder durch, aber ich kapiere verdammt nochmal nicht, was da vorhin passiert ist. Keine Diamanten, keine Frau, fuck. Trotzdem, das war stark, du bist ein verdammter Prinz, jawohl. Ja, in der letzten Folge, da haben wir unsere kleine Geisel wieder zurückgegeben, wollten Diamanten dafür haben. Der Deal ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil dann noch ein paar andere russische Gangster kamen. Ja, und die Diamanten sind weg. Und jetzt schauen wir mal, was hier in der Mission so passieren wird. Wow. Ah, Nico, good to see you. You too. How are you, Mr. Gravelli? Good, good. I was just speaking to our mutual friend about you. He said how efficient you were. I like that. Then he mentioned something about a Darko Brevich. What? He did? Yeah. He's located the guy. It seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Some of them. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and... and is selling money at a discount. You don't need me to tell you that it's all Fugazi. Faker than a pair of vinewood tits. That's good. Listen, I need you to deal with this. Eliminate the guy. What he's doing is no good for the economy and no good for patriots like you and me. So who is he? His name is Kim Young Guk. He'll be very well protected. He eats at Mr. Fook. Fuck. Mr. Gravelli, are you all right? Yeah. I'm fine. Wait. What was I saying? Kim Young Guk, he eats at... Yeah, right. He eats at a restaurant called Mr. Fook's Rice Box. Yeah, in Alderney City. Don't worry, I'll take care of it. Na gut, dann fahren wir mal zum Restaurant. Unser Karre ist mittlerweile auch schon... Nein, ich möchte nicht... Ich will nicht den Rettungswagen klauen, ich will einfach das Auto hier wieder nehmen. So, dann gucken wir mal, wo müssen wir da jetzt schon wieder hin? Um Gottes Willen. Wieder einmal über die ganze Karte rüber. Na gut. Das Gute ist, zum größten Teil fahren wir einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus durchheizen und dann sind wir hoffentlich auch möglichst schnell da. Unsere HP-Leiste ist nicht ganz voll, sehe ich gerade. Oh, schade. Das kommt vermutlich von dieser Verfolgungsjagd. Oder, ja, nennen wir es mal Verfolgungsjagd von der letzten Folge. Wo ich mir blöderweise nochmal 3 Sterne eingehandelt habe. Weil ich da einen Kopf erschossen habe, wo ich eher im ersten Moment dachte, dass er noch zu den Russen gehört. Aber nee, tat er nicht. Weil er sah halt irgendwie nicht aus wie ein Kopf. Deswegen... vorsichtig. Ah. Fast. So, genau. Wir beruhigen uns jetzt erstmal, Auto. Und jetzt fahren wir weiter. So. Hätten wir ja fast durchheizen können, aber nein. Irgendwas ist ja immer. So, und dann fahren wir jetzt, glaube ich, genau durch den Tunnel fahren wir dann, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. Komm. Jawohl. Genau, durch den Tunnel durch. Wenn wir da durch sind, dann sind wir eigentlich auch schon fast da.
So. Ja, super, der Verkehr, der bremst einen natürlich mal wieder schön aus. Oh. Mal gucken, ob die Karre das noch bis zum Ziel aushält oder nicht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, ja. So, na komm schon. Ja, einfach vorbeischlingeln. Hier und dann müsste es eigentlich gleich da vorne links irgendwo sein. Wenn ich mich eben nicht komplett verguckt habe. Genau, da ist es auch schon. Ist der Roll. Okay, das hier ist es. Ja, die Karre ist hinüber. So, hallo. Where is Kim? He's upstairs, speaking with the manager. They don't want to see nobody, though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost! Na gut, dann geh ich mal. You have exactly 5 fucking seconds to disappear, okay? So nicht, Freund. So nicht. So, nehmen wir mal genau die MP wieder raus. Ja, super. So. Na komm. Gibt's doch nicht. So, jetzt ist er down. Und irgendwer ist dann noch. Genau, du bist noch da. Fuck. Noch jemand? Na? Wo ist denn hier? Genau. Fuck. Fuck. So. Jetzt haben wir so 2 Treffer noch und wir sind tot. Haben wir hier irgendwo wieder so einen Erste-Hilfe-Kasten? Weil zufällig schauen wir mal eben. Hier irgendwo einer liegt und die Muni nehmen wir natürlich auch mit bei der Gelegenheit. Ist da vollkommen klar. Aber nee, ich sehe hier tatsächlich gerade keinen Erste-Hilfe-Kasten. Scheiße. Na, schauen wir mal, ob wir es überleben oder nicht. Well, if you play stupid, you're not going to live very long. Where's Kim? He heard you come. He ran out back through the kitchen. Na gut. Ich lass ihn mal leben. Ich lass ihn mal leben. So großzügig bin ich. Oh fuck. Na komm. Na, du lebst noch, oder? Genau. Du bist immer noch. Okay, du gehörst nicht dazu. Ah, sie haben Erste-Hilfe-Kasten. Sehr gut. Na, das gibt's doch nicht. Na komm. Nein, steh auf, Nico, steh auf. Der ist tot, oder? Jawohl. 13.250 Dollar, das sind immer super interessante Summen, muss ich sagen. Genau, so, dann schauen wir mal. Wenn wir jetzt schon hier sind, würde ich sagen, wir fahren nochmal zu Phil. Dann machen wir die Mission mit ihm auch nochmal eben. Und dann müssen wir mal schauen, wie es zeitlich alles so ist. Eine SMS haben wir gekriegt. Wo bist du, Junge? Ich höre nichts. Sitzt du gerade? Soll ich mich einsperren lassen, damit wir drinnen abhängen können? Ruf an. Nee, Dwayne, ich habe einfach brutal viel zu tun. Geschäfte und so. Er versteht das schon. So, vorsichtig, nicht, dass wir jetzt hier ganz blöd von einer Maschine fliegen. Müssen wir hier runter? Ich glaube schon, ne?
Ah, das war nicht so klug. So. Öffne dich, genau. Dimitri. You love to disappoint me, Nico Pelican. You really do. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dimitri Raskolov? Do not worry. Your time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies, and yours was not amongst them. Very disappointing. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend Ray Bulgarin twice. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. You are in debt to him, Nico. Why don't you just pay him what you owe, and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dimitri. And the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It is only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. Ja, mal schauen. Ich glaube, das werden wir mit dir machen. So, aber jetzt erstmal hier in die Mission von Ray. Did you see a fucking helicopter on your way here? No, I don't think so. Okay, let's go. Come on, quick. We gotta head towards Port Tudor. The old factory off of Auger Street. Okay, Okay, zur alten Sprungfabrik in der Nähe von Port Tudor. Was ist denn das jetzt schon wieder? Achso, ist ja gleich um die Ecke. Charlie Mateo. They told this top Ancelotti capo that it was us that took the sugar. Who knows how the fuck they knew? I didn't tell nobody. It don't matter. What has to happen is that you gotta take out Chubby Charlie before he choppers it into Algonquin to tell the commission that we're knocking off the Ancelotti's action. So I go into this factory. Oh. Ernsthaft? Die Hälfte der HP ist jetzt dafür draufgegangen. So, komm. That's right. I'm gonna go make a lot of noise so no one thinks I had anything to do with it. Ganz toll. Ganz toll. So, auf geht's. Naja, es hat immer haben alle mit nichts zu tun. Ja, wir hätten mal lieber ein Auto nehmen sollen, ey. Das freut mich gerade schon wieder überhaupt nicht. So, na komm. Weil mit dem Motorrad kommt man tatsächlich auch gar nicht mal so schnell voran und die Bremswege sind aus der Hölle. Boah. So, aber da sind wir jetzt wenigstens auch. Zum Glück nicht allzu lang die Fahrt, deswegen geht's irgendwie noch. Now the way I sees it, there's two ways it can go down. You burst in the front and hit them in the face with everything you got. Otherwise, you slip around the back, go into the basement and fuck them up their asses. Decisions, decisions. I'll leave it up to you. See you later. Achso, und dafür musstest du jetzt unbedingt mitkommen, oder was? Findet Chubby Charlie. Gehen wir einfach mal hier lang, oder? Würde ich sagen. Ja, das glaube ich auch. So, dann gucken wir mal, was hier unten so zu finden ist, außer ein paar Pennertonnen. Ich glaube, wir laufen mal gerade einfach nur gegen die Wand. Ja, und wo will man dann hier lang? Ach, da. Das habe ich gerade schon wieder gar nicht gesehen. Na? Okay, da sehe ich jetzt gerade keinen. Wir labberten hier. So, jetzt sind sie ja sowieso alarmiert. Boah, ist die Location hier kacke. Bist du immer noch? Da bist du, ja. Und jawohl, dich nehmen wir noch mit. So. Und jetzt, da kommen wir nicht hoch.
Aber hier. Ach, da bist du. Na komm, das war schon so gut wie tot. Zack, zack. Ja, das ist einfach nur alles Pistolenmunition, die bringt mir gar nichts. So. Da noch einer, nein. Und du noch, ja? Oh Mann. Da muss ich jetzt ausgerechnet da nachladen. Ja, ja, komm. Entspann dich. So, op. Ah. Na komm, weg mit dir. So. Genau, du bist auch tot. Erste Hilfepaket, sehr gut. Das hast du nicht überlebt, oder? Nee. Ach, da oben. So, passt schon. Ich nehme noch mit. Ach komm. Ist er wieder unkaputtbar, bis wir oben sind, ja? So, na komm, du sollst auf die. Genau. Auf die Leiter sollst du steigen. So. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier nicht rausgehen. So, und irgendeiner ist noch da. Irgendwo hier ist noch einer. Oder? Ich dachte, hier wäre noch einer, aber nee. Offenbar nicht. So, hier drauf, genau. Komm. Jo, das hat er, glaube ich, nicht überlebt. So, dann haben wir jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen Zeit. You don't need to worry about the fat man singing. He's lost his voice. That's a real shame. How about them swingers, huh? Great work, man. Great work. Jupp, danke schön. So, jetzt genau hoffen, dass wir genau darauf landen. So. Und dann würde ich sagen, wir sind eh in der Nähe. Machen wir genau nochmal so eine Auftragskiller-Mission. Die ist sowieso hier gleich ums Eck. Das trifft sich ziemlich gut, finde ich. Darauf springen wird nichts, aber ich habe halt ehrlich gesagt auch nicht so die Lust. Und hopp, na komm, komm, komm. Na gut. Hätte ja klappen können, hat's aber nicht. Ja gut, jetzt sind wir genau auf der falschen Seite gelandet. Kommen wir, genau, zieh dich da mal hoch. So. Und dann laufen wir halt eben kurz rüber. Okay, Müllwagen steht alleine verlassen da. So, weil ich weiß halt auch gar nicht, diese Auftragskiller-Mission, allzu viele davon gibt es nämlich auch nicht. Bernie! What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically from him. What is it? This car! Enjoy! I only power walk or take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt nochmal eine Mission mit Bernie offen. Sorry.
Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Wisst ihr was, das laufen wir jetzt nicht alles. So, komm, genau, wir nehmen uns. Ach komm, nehmen wir einfach ihn hier, der steht ganz vorne. So. So, genau. Zack, kurz geschlossen und dann fahren wir eben schnell rüber. Bevor wir hier ewig lang noch umeinander laufen. So. Stopp, stopp, stopp. Drehen, genau. Und halt. So. I'm looking to earn some money, friend. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target's on a boat trip in the canal between Tudor and Actor. Make sure they don't come back. Na klar, kriegen wir hin. So, Aufenthaltsort der Zielperson ist da vorne, okay. Nicht ganz so weit weg, deswegen düsen wir mal eben schnell rüber. Dann knipsen wir ihn aus und dann ist alles cool. So. Vorsichtig. Na, weg. Einfach weg mit euch. So, das ist das Praktische, wenn du so ein großes Auto da hast. Die meisten kannst du einfach aus dem Weg rammen. Das ist mit den kleineren Wagen schon schwieriger. So, aber trotzdem natürlich nach Möglichkeit Zusammenstöße vermeiden. So. Huch. Huch. Da habe ich gerade... Ja, Spiel. Genau. Da hatte ich... Oh Gott. Ich habe aus Versehen aus dem Spiel rausgetappt und dann... hatte ich das Spiel kurz aufgehangen. Ups. So, das war jetzt total nicht beabsichtigt. So, dann, oh fuck, da ist gerade natürlich ein Cop. So, und wer davon ist die Zielperson? Die alle, oder was? Nee, sie anscheinend. So, keine Zeugen hinterlassen. Tell the client that they don't need to worry. Righteous. I'll get our payment. Contact me on the outside line for more jobs. Roger that. Jawohl. Siehst du, Fahndungslevel sind wir auch gleich wieder losgeworden. Alles supi. So, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann, ja gut, das Fahndungslevel werde ich jetzt hinter der Kamera los. Also, bis morgen und ciao.